Im Spionage-Thriller Operation Fortune muss MI6-Agent Orson die Welt vor der Bedrohung durch eine neue Waffentechnologie retten, indem er Waffenhändler Greg davon bewahrt, das Leben aller ins Verderben zu stürzen. Diesen Fisch fängt man nicht mit konventionellen Ködern. Verzeihung, und der Köder wäre? Danny Francesco. Der Filmstar. Greg Simmons Lieblingsfilmstar. Und wie kriegen wir den? Erpressung. Ah, ja. Yeah. Operation Fortune ist bei weitem nicht der erste Film, den Guy Ritchie und Jason Statham gemeinsam aus dem Boden gestampft haben. Ob der Schauspieler inzwischen zur Muse des Regisseurs avanciert ist? Well, you know, this is our fifth movie. Das ist unser fünfter Film, den wir gemeinsam gemacht haben. Unsere ersten Erfolge haben wir zusammen erlebt. Im Grunde war er es, der mich von der Straße geholt und ins Rampenlicht gerückt hat. Dafür werde ich ihm auf ewig dankbar sein. So I'm ever grateful, I'm indebted to the man. Und diese Dankbarkeit stellt Statham mit einer für ihn traditionellen Performance zur Schau, die man kennt und liebt. Der Mime wird also austeilen und dafür sorgen, dass Zuschauer eine gute Zeit haben werden. Action und bissiger Humor sind also garantiert. Mit anderen Worten, hier fliegen die Fetzen. Es hat dich niemand gesehen. Ja. Yeah. Also ja, es hat dich niemand gesehen? Ja. Yeah. Oder ja, es hat dich jemand gesehen? Ja. Yeah.